Hallo und willkommen zur zweiten Ausgabe des Deutschland-Ticket-Reisevlogs, diesmal aus Jüterbog im Südwesten von Brandenburg. Ich hatte eigentlich gar nicht geplant, gestern nach Jüterbog zu fahren und hatte Jüterbog auch gar nicht so wirklich als ein Tagesausflugsziel auf dem Schirm. Ich hatte eigentlich andere Städte im Blick gehabt, Neustrelitz, Schwedt an der Oder oder eventuell nach Dessau, wo ich schon länger mal hin wollte. Aber wie es in Zeiten des Deutschlandtickets mittlerweile selbst an einem Werktag, Mittag der Normalfall ist, waren alle Züge, die ich versucht habe zu kommen, total überfüllt und 1 bis 2 Stunden auf dem Gang zu stehen, hatte ich jetzt für einen Tagesausflug auch nicht wirklich Lust. Habe es dann aber geschafft, am Südkreuz einen Zug zu erwischen, der nahezu leer war, und zwar in Richtung Jüterbog. Da ich eine ganze Reihe von verschiedenen Städten als potenzielle Tagesausflugsziele im Hinterkopf habe und ich in Jüterbog noch nie war, aber vage ein Bewusstsein hatte, dass Jüterbog eine historisch ganz interessante Stadt sein werde, habe ich mich dann spontan entschieden, vom Südkreuz aus nach Jüterbog zu fahren. Jüterbog ist etwa 60 Kilometer südwestlich von Berlin und hat ungefähr 12.000 bis 13.000 Einwohner. Der Wert ist seit der Wende ziemlich stabil. Jüterbog gehört zu den zahlreichen Städten in Ostdeutschland, die im Zuge der sogenannten deutschen Ostkolonisation im Hochmittelalter entstanden sind, beziehungsweise zumindest Stadtcharakter angenommen haben. Und Jüterbog hat noch dazu die Besonderheit, dass es das politische Zentrum einer Exklave des Bistums Magdeburg war. Das heißt, Jüterbog war das Zentrum eines Gebietsfetzens, der im Norden bis kurz vor Potsdam reichte, der zum Bistum Magdeburg gehörte, was ja wie üblicherweise im Mittelalter nicht nur eine geistliche Einrichtung war, sondern auch eine Territorialherrschaft. Dadurch, dass Jüterbog eine solche politische Herrschaftsfunktion hatte, ist die Stadt im Hoch- und Spätmittelalter ziemlich stark ausgebaut worden und ist zum bedeutenden regionalen Zentrum geworden, mit einer schätzungsweisen Einwohnerzahl von so 3.000, 4.000, was für hochmittelalterliche Verhältnisse nicht wenig war, und insbesondere in einem so strukturschwachen Gebiet wie Deutschland östlich der Elbe. Man sieht das Jüterbog bis heute auch stark an. Die Stadt hat mehrere große, imposante backsteingotische Kirchen aus dem Spätmittelalter. Es hat ein großes gotisches Rathaus aus dem Spätmittelalter. Es hat eine weitgehend intakte, sehr, sehr schöne mittelalterliche Stadtmauer mit vielen großen Türmen und Stadttoren aus dem 13. und 14. Jahrhundert, die heute noch in sehr gutem Zustand sind. Dann allerdings hat ein gewisser Niedergang von Jüterbog eingesetzt. In der frühen Neuzeit und insbesondere dann hohem Tempo ab dem 17. Jahrhundert hat Jüterbog diese regionale Zentrumsfunktion, die es im Spätmittelalter vor allem für den Tuchhandel hatte, wodurch es auch eine relativ wohlhabende Stadt geworden war, verloren. Durch die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges und mehrerer Pestepidemien und Stadtbrände hat Jüterbog ab dem 17. Jahrhundert seinen städtischen Charakter so ziemlich verloren, ist zu einem unbedeutenden Dorf mit zeitweise nur noch wenigen 100 Einwohnern abgesunken. Erst im 19., frühen 20. Jahrhundert hat Jüterbog zumindest wieder halbwegs den Charakter einer Kleinstadt erlangt, hat aber nie wieder ansatzweise an die Bedeutung aufschließen können, die es im Spätmittelalter gehabt hatte. Was aus Sicht eines Touristen, der heute die Stadt besichtigt, natürlich auch in gewisser Weise ein Glücksfall ist, weil die mangelnde Bedeutung Jüterbogs in der frühen Neuzeit bedeutet, dass diese mittelalterlich geprägte Altstadt später nicht großartig überformt wurde. Dass die historische Altstadt Jüterbogs in einem sehr guten Zustand ist, erst ab dem 19. Jahrhundert, das langsam wieder ein Wachstum eingesetzt hat, neue Großgebäude, neue Wohnsiedlungen entstanden sind, dann aber schon außerhalb der Altstadt oder an ihrem Rand zumindest. Jüterbog hat im Gegensatz zu den meisten Städten im Großraum Berlin in Brandenburg auch keinerlei wahrnehmbare Schäden im Zweiten Weltkrieg erlitten. Das ist relativ selten, dass eine Stadt im weitestgehenden Großraum Berlin weder Bombenschäden erlitten hat im Zweiten Weltkrieg noch Schäden bei den Bodenkämpfen im Frühjahr 1945. Jüterbog wäre damit eigentlich prädestiniert, ein beliebtes touristisches Ziel zu sein. Aber ich hatte Jüterbog überhaupt nicht auf dem Schirm als eine schöne, als eine interessante, als eine touristisch attraktive Stadt, und ich glaube, sehr wenige Menschen. Und man sieht auch wenig, was darauf hindeuten würde.
Obwohl Jüterbog seit der Wende zu den wenigen ostdeutschen Städten gehört, beziehungsweise brandenburgischen Städten, die keinen demografischen Kollaps erlebt haben, die wahrscheinlich insbesondere aufgrund der guten Verkehrsanbindung an Berlin ihre demografische Lage so halbwegs stabil haben halten können, bei immer 12.000 bis 13.000 Einwohnern, macht Jüterbog doch in der Innenstadt einen teilweise etwas verfallenen und leblosen Eindruck. Man sieht zwar einerseits sehr viele wunderschön sanierte Häuser, andererseits aber auch viele Häuser, die zu Ruinen verfallen sind, die innerlich entkernt sind. Und zwar nicht nur Privathäuser, sondern auch größere öffentliche Gebäude am Rand der Altstadt, beispielsweise etwas, das aussieht wie eine alte Konzert- oder Veranstaltungshalle. Es gibt auch keine Fußgängerzone oder auch nur größere zusammenhängend verkehrsberuhigte Bereiche. Es gibt im Kern der Altstadt vor dem historischen Rathaus den Marktplatz, wo ein bisschen Leben auf der Straße ist, wo ein bisschen was los ist und man einigermaßen Leute sieht. Das war es dann aber auch schon so ziemlich. Alle anderen Teile von Jüterbog, in denen ich war, waren selbst an einem warmen, angenehmen Sommertag ziemlich menschenleer, war kaum irgendwas los. Da nun Jüterbog keinen großen Bevölkerungsschwund erlebt hat, würde ich davon ausgehen, dass quasi eine Umschichtung der Bevölkerung stattgefunden hat. Dass die Bevölkerung mehr und mehr sich suburbanisiert hat nach 1990, in Einfamilienhäuser am Stadtrand in neue Viertel gezogen ist, während der Altstadtkern etwas verfällt, was sehr schade ist, weil Jüterbog seiner Bausubstanz nach eben wirklich eine ungewöhnlich schöne und interessante Stadt ist. Ich habe wenige Städte im Großraum Berlin bisher gesehen, die nah dran kommen an Jüterbog, was das historische Stadtbild angeht. Damit will ich die kurze Einleitung zu Jüterbog dann auch schon schließen und direkt übergehen zu den Aufnahmen aus Jüterbog. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erster Halt des Zuges. Ich stehe jetzt vor dem Bahnhof in Jüterbog, wo ich nach etwa dreiviertelstündiger Regionalexpressfahrt von Berlin-Südkreuz aus angekommen bin. Hatte eigentlich gar nicht geplant, heute nach Jüterbog zu fahren. Jüterbog auch nicht wirklich auf der Liste meiner nächsten Ausflugsziele. Aber wie das in Zeiten des Deutschland-Tickets mittlerweile mehr oder weniger der Normalfall ist, selbst an einem Werktag Mittag um 13, 14 Uhr, alle anderen Züge, in die ich heute gehen wollte, alle anderen Städte, in die ich fahren wollte, waren die Züge so überfüllt, dass ich einfach nicht mehr reingekommen bin. Ich hatte überlegt, nach Schwedt zu fahren, nach Neustrelitz zu fahren, nach Dessau zu fahren, aber all diese Züge waren so überfüllt, dass ich einfach eine Stunde hätte am Gang stehen müssen, was mir ein Ausflug jetzt auch nicht wert ist. Am Südkreuz habe ich dann aber einen Zug entdeckt, der weitgehend leer war, eben der Regionalexpress nach Jüterbog. Da ich in Jüterbog auch noch nie war, nicht die Stadt vage im Bewusstsein habe, als eine historische, gut erhaltene Stadt mit einer größeren Altstadt, habe ich mich entschlossen, nach Jüterbog zu fahren. Bin jetzt mal gespannt, was mich dort erwartet. Ich bin jetzt auf dem Weg vom Bahnhof in die Stadt. Der erste Eindruck ist so übermäßig fußgängerfreundlich gestaltet, ist es jetzt nicht. Der Bahnhof liegt auf einem kleinen Hügel oberhalb der Stadt. Um von diesem Hügel überhaupt mal runterzukommen, muss man eine große Treppe runter, wo ich jetzt intuitiv nicht mal einen Weg für Leute im Rollstuhl oder im Kinderwagen gesehen habe, wird es bestimmt geben, aber es drängt sich einem nicht auf. Wenn man dann mal unten ist, dann muss man in Richtung Stadt diese furchtbare Landstraße entlang gehen, steht einfach in nichts zwischen Äckern und einem Einkaufszentrum. Ich hoffe, dass ich überhaupt hier richtig bin. Es scheint jedenfalls, der Bahnhof ist ziemlich im Nichts. So sieht's hier aus in der Gegend.
So, ich glaube, ich bin jetzt richtig auf dem Weg in Richtung Innenstadt. Immer entlang dieser Landstraße hier, die Wohnbebauung da umgeben, ist eigentlich echt nicht schlecht. Das sind noch DDR-Bauten, die in einer urdurchgrünten Lage sind, die überall Bäume, große Rasenflächen vor den Häusern haben. Das ist eigentlich echt hübsch. Es wäre eigentlich eine wirklich ganz hübsche Wohnlage, wenn halt nicht diese Landstraße in der Mitte wäre, die immer alles mit Lärm verpestet hier die ganze Zeit. Der Weg Richtung Innenstadt hat mich jetzt als erste Station mal in einen schönen großen Park geführt. Den werde ich jetzt ein bisschen erkunden, bevor ich weiter in Richtung Innenstadt gehe. Also der Park ist wirklich sehr schön und überraschend groß, ein wirklich richtig großer, schöner Landschaftsgarten im englischen Landschaftsparkstil. Aber ich fürchte, ich muss daraus jetzt langsam fliehen und mich in Richtung Stadt begeben, weil durch die ganzen Gewässer, die es innen im Park gibt, ist er in so einem Maß mückenverseucht, dass ich wirklich keine 2 Minuten irgendwo sitzen oder stehen bleiben kann, ohne zerstochen zu werden von Insekten. Ich dürfte jetzt den Rand des historischen Stadtkerns erreichen. Zumindest sind das hier jetzt die ersten Häuser, die vormodern aussehen, die nach etwas dichterer innerstädtischer Bebauung aussehen. Also ich denke, ich nähere mich jetzt der Innenstadt. Ich bin jetzt vor der Nikolaikirche, einer der spätmittelalterlichen backsteingotischen Kirchen von Jüterbock. Die ist, glaube ich, aus dem 14. Jahrhundert. Und so wie es aussieht, gehört sie sogar zu den seltenen ostdeutschen Kleinstadtkirchen, die mal wirklich zur Besichtigung geöffnet sind. Werden wir gleich sehen. Tatsächlich. Die Kirche ist nicht eingewölbt worden, was jetzt eine sehr schöne bemalte Kassettendecke, die ja alt aussieht. Ich denke, die Bemalung dürfte noch spätmittelalterlich sein.
eine Kirchenbesichtigung durch. Es ist wirklich eine wunderschöne Kirche und ich muss mich korrigieren, sie stammt nicht aus dem 14. Jahrhundert, sondern ist im Kern sogar noch romanisch mit Anfängen aus dem 12. Jahrhundert, hat dann allerdings im Spätmittelalter die heutige Form, den heutigen Chor bekommen. Und neben der Kirche gibt es auch noch einen sehr schönen historischen Friedhof, den ich jetzt ein bisschen erkunden werde. Direkt am Friedhof anliegen, auch noch ein sehr schönes altes Haus, das im Kern spätgotisch aus dem 15. und 16. Jahrhundert sein dürfte. Jetzt bin ich am Beginn der eigentlichen Kernaltstadt und offensichtlich steht da noch einiges von der spätmittelalterlichen Stadtbefestigung, mehrere Türme und Mauerreste. Jetzt hier am Marktplatz vorm Rathaus auch ein gotischer Backsteinbau, der daran erinnert, dass die große Blütephase von Jüterbock im Spätmittelalter im 12., 13., 14., 15. Jahrhundert war, als es ein bedeutendes regionales Zentrum war und man deswegen auch noch viel Architektur aus der Zeit hat. Die Stadtbefestigung, mehrere große Kirchen und eben hier das Rathaus. Es gibt hier sogar offensichtlich noch eine kleine backsteingotische Kapelle aus dem Spätmittelalter. Oder ich denke, dass es eine Kapelle gewesen sein wird, irgendein Sakralbauwerk. Es ist jetzt der Teil der Hauptstraße, wo ich unterwegs bin.
Ja, sind noch reicher an wirklich alten, schönen, vormodernen Gebäuden. Es ist auch schön mit Bäumen bestanden. Autoverkehr hält sich in Grenzen. Es ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr schöne Straße. Aber der Leerstand ist auch relativ hoch und es ist nicht wirklich was los auf der Straße. Also vorhin gab es ein Areal mit ein paar Cafés, wo auch Leute draußen saßen. Hier ist es aber wieder relativ tot. Die Häuser sind alle schön saniert. Es sind Bäume auf der Straße. Es ist sehr schöne alte Bausubstanz. Aber gleichzeitig sieht man noch viel Verfall, kaputte Fassaden. Obwohl Jüterbog jetzt seit 1990 keinen großen Bevölkerungszusammenbruch erlebt hat, merkt man doch, dass es offensichtlich ökonomisch jetzt nicht die allerattraktivste Stadt ist. Leider geschlossen, sehr schade. Es ist wirklich für eine Stadt dieser Größe, die im Spätmittelalter der frühen Neuzeit nie mehr als 2.000-3.000 Einwohner gehabt hat, eine monumentale Kirche, die wie eine Kathedrale aussieht. In der Mönchenstraße, das scheint die Hauptstraße oder zumindest eine der Hauptstraßen der Altstadt zu sein, ist zwar auch keine Fußgängerzone, es fahren schon Autos durch, aber es ist vom Verkehrsaufkommen her nicht so schlimm wie zum Beispiel in Nauen bei meinem letzten Ausflug. Auf der großen Straße am Rand der Altstadt, die wirklich von ungewöhnlicher Tristesse ist.
Habt die Altstadt von West nach Ost durchquert, bin am östlichen Ende der Altstadt angelangt, werde jetzt noch kurz was einkaufen, dann vielleicht noch ein kleines Stück aus der Altstadt heraus in die moderneren Teile, östlich und nördlich davon gehen, aber wahrscheinlich nicht mehr sehr lang unterwegs sein, denn der Himmel macht mir etwas Sorgen. Es sieht fast aus, als ob es entgegen aller Wetterprognosen, die ich gecheckt habe, heute doch noch regnen könnte. Bin zurück am Bahnhof, werde gleich nach Berlin zurückfahren. Zeit für ein kleines Abschlussfazit. Jüterbog. Jüterbog ist von der Bausubstanz wirklich eine ungewöhnlich schöne Stadt. Es hat eine vollkommen intakte Altstadt ohne irgendwelche Weltkriegsschäden. Es hat zwei, drei große, wunderschöne spätmittelalterliche backsteingotische Kirchen. Es hat mittelalterliche Architektur. Es hat Fachwerkhäuser des 17. und 18. Jahrhunderts in großer Zahl. Es ist wirklich eine wunderschöne Stadt, die auch teilweise sehr schön restauriert wurde in den letzten Jahren. Aber es ist relativ leblos und man sieht, dass es viele Ruinen, leerstehende Häuser gibt. Leider offensichtlich die ökonomische Unattraktivität der Stadt trotz der Nähe zu Berlin nicht verhindern konnte, dass ein beträchtlicher Teil dieser alten Bausubstanz sich in Verfall befindet, dass wenig Leben auf der Straße ist, dass Häuser leer stehen. Die Verkehrssituation ist nicht so schlimm wie in Nauen, aber auch nicht übermäßig attraktiv für Fußgänger. Also es gibt auch keine Fußgängerzone, es gibt keine für den Autoverkehr auch nur richtig verkehrsberuhigten Straßen. Es gibt außer dem Marktplatz keine wirklich attraktive Plätze. Das ist sehr schade bei diesen ganzen historischen Kleinstädten in Brandenburg, die den Krieg gut überstanden haben, dass es so wenige Versuche gibt, sie für Fußgänger, für Touristen attraktiver zu machen. Jüterbog könnte ein so interessantes, ein so schönes touristisches Ziel sein, wenn die Stadt für Fußgänger gedacht wäre, wenn es mehr Belebung der Innenstadt gäbe.